Willkommen zurück. Gut. Ich würde jetzt einfach schon mal glatt sagen. Fange jetzt erstmal an, hier ein bisschen leise zu optimieren. Zu optimieren, also die gut zu pflanzen. Fangen wir erstmal mit was in der Mitte an. Genau. Ja, warte mal. Wäre es nicht besser, dich dahin zu setzen? Da habe ich dann sag mal so zu dicht, sollte man es eventuell vielleicht auch nicht machen. Würde nicht wirken. Wir nehmen jetzt mal dich. Ach Mensch. Herzlich willkommen. Erstmal hier, war nicht nur eine Nummer kleiner, also eine Nummer schmaler, meine ich. Jo, Polarfuchs, Mensch, es kann doch nicht wahr sein, dass ich keiner um euch kümmern will. Hättet oder niedrigen Wohlbefinden. Geht doch. Den haben. Ja, wie einer kommt mir eine kleine Idee. Ja, ich will jetzt die Schiene auch nicht unbedingt umbauen, ne? Och, Mensch. Ja, es geht immer eine Zeit lang gut, aber es wird dann immer mehr und mehr und mehr und mehr. Na? Na, oh, komm. Hallo. Stimmt, ich muss das ja noch irgendwie umbauen hier. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich.
komm. Kann doch nicht so schwer sein, der Ochsenfrosch. Amerikanischer Ochsenfrosch. Gut. Aus. 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 So. Aus. Fertig. Humor, falsches schlechter Verhältnis. Okay, Puma. So, du kommst raus. Schnell handeln und dann holen wir das Männchen wieder rein. Vielleicht klappt's ja. So, einfach nochmal. Belegen. Ist das Puma-Gehege? Polarfuchs. Grizzly. Timberwolf. Elch. Bill? Da. Ja, denn lieber alleine, wa? Okay. Und es geht schon wieder los. Haben wir irgendwas Großblättriges? Nee. Sumpfeibe. Ja, bleiben wir doch mal beim Lebensbaum. Okay. Setzen wir dich mal rum. Ist eine Möglichkeit. Diesen Eingang noch so ein bisschen zu verstecken. Ist etwas anders geformt, ja. Das Schlimme, was ich immer so sehe, ist halt durch diese Leg-Spikes, FPS-Spikes, die Klicks nicht registriert. Jo, haben wir geschickt, vergeschickt umgangen. Okay, jetzt die Zwischenräume noch ausfüllen, aber das können wir jetzt immer Stück für Stück machen. So. Was ist Strom? Nö. Sommer wird das ganz cool aussehen hier.
Ja. Das könnte zumindest ganz cool aussehen. Drei? Drei. Beten ein Pferd an. Sehr schön. Zumindest es beschwert sich. Kein Tier über die Kälte. Das ist auch schon mal viel wert. Ja, mal gucken, wann die Seelöwen wieder ausbrechen. Die sind ja bekannt dafür. So viel Baum. Na, freuen Sie sich jetzt? Könnt ruhig mal nach rechts und links gucken. Schweine. Okay. Was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt hier einfach Sand rumsehen? Ah, das Sand da passiert, das ist mir schon klar. Okay. Was soll dadurch ein bisschen in Szene setzen? Würde ich schon sehr, sehr cool finden. Ja, bewegen wir euch nochmal ein bisschen weg. Ein bisschen zu nah. Aber wir haben noch einen Schritt nach hinten. Wieso kann man das lassen? Gut, dann setzen wir noch ein paar Bänke. Dass es so ein bisschen ruhiger wird, ne? Ja, das ist halt lange Märsche, ne? Hier mittlerweile viele Bäume. Ja, dann sollen natürlich auch die Möglichkeit bekommen, einfach auch mal die Natur genießen zu können. Was ist mit dir los? Hallo. Infozentren. Aber benötigen diese Audio-Guides? Die auch schon mal gucken. Umgebungslautsprecher, ja. Das habe ich, glaube ich, schon mal geguckt. Man konnte jetzt nicht auf diese Fernsehbildschirme so eine Bilder übertragen. Das wäre echt cool. Da muss ich mich aber noch mal reinfuchsen. Ich glaube, das ging nicht. So, wo haben wir denn unsere Infostände? Audiovisuell. Werbetafeln. Kameras. Hallo. Okay. Gut, wir finden das Axelodel. Okay.
Axolotl. So, dann suchen wir mal schön raus. So, wir bleiben bei. Du und du und der Rest kommt weg. Tschüss. Haben wir. Ich wollte ja gucken wegen Infostände. In Richtungen Geldautomat. Infozentren. Was kostet denn so ein Audioguide? Wenn wir jetzt so ein Audioguide mal runtersetzen. 50 Cent Gewinn machen. Ein? Ich würde doch mal sagen, wir nehmen auch mal ein Audioguide. Gucken wir mal, ob die dann weggehen. So, wir haben da unseren Eingang. Ja, das ist schön. Haben wir hier nicht noch irgendwo einen Eingang? Ich weiß es nicht. Weiß es echt nicht mehr. Okay, hier ist nichts. Infrastruktur. Ja, nee, Mitarbeiter. Werkstätten. Ich glaube, ich habe bloß einen Eingang, wa? Das gucken wir gleich mal was. Jetzt in der kurzen Zeit schon Audioguides weggegangen sind. Und das irgendwo einsehen kann? Hallo? Ja. 1% Audioguides. Ja, Spiel, danke. Bin dir sehr verbunden. Na komm. Die Gespräche. Sollte man wirklich mal für jedes Tier machen, oder? Guides. Also ich müsste die Bildung hoch. Oh ja. Okay. Also haben wir auch wieder was gelernt. So, gucken wir uns noch die Kieler Krustenechse an und dann machen wir auch Feierabend für heute. Komm. Bitte. Mach nicht diese. Oh. Gila Krustenechse. Ja, die Nervensägen sind wieder unterwegs. Ich nehme dich raus. Dich und den Rest. Da kommen wir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.